Hallo, sei gegrüßt. Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Kay Fitzgibbons. Ich bin Teambuilder und Coach für Fitness und Motivation und verhelfe dir zu deinem Weg zu einem natürlich kraftvollen Leben. Und heute ist Heike Werner-Reinbold bei mir. Hallo Heike, grüße dich. Hallo Kay, sei gegrüßt. Super. Ah, viele Grüße nach Australien heute und wir sitzen hier im trüben Deutschland und ja, und schauen halt mal zu, wie du hinten Palmen im Hintergrund hast und wir sitzen hier im Trüben und außerdem ist schon Abend, aber okay, machen trotzdem das Beste draus. Also mein Name ist Heike Werner-Reinbold und ich bin Lerntrainerin. Und ich coache Schüler zu selbstbewussten Lernern, damit die Schule auch stressfreier verlaufen kann und so gar kein Problem mehr darstellt. Das ist so meins. Und heute haben wir einen duftenden Tipp für dich, weil die Öle nämlich nicht nur, nicht nur Schülern helfen kann oder nicht nur Menschen helfen kann, die einfach Unterstützung brauchen. Genau das ist der Punkt. Jawohl. Unterstützung, die kleinen Hilferlein, wie Kay immer so gerne sagt. Das finde ich so ein tolles Wort bei der Geschichte. Ja, absolut. Genau, und heute haben wir eben einen richtig klasse Tipp für dich, den du als Geschenketipp verwenden kannst, aber natürlich auch für dich. Und bei diesem Tipp geht es einfach darum, wie du mehr Energie in deinem Alltag bekommen kannst und das auf ganz natürliche und vor allen Dingen einfache Weise. Und ich glaube, Heike erzählt dir da jetzt mal ein bisschen mehr dazu. Ja, also, ganz einfach geht es nämlich, indem wir uns eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich bin immer jemand, der gerne so effektive Dinge tut. Und ganz effektiv ist dieses, ich habe dabei, dieses Zitronenöl. Zitrone kennen wir ja alle, ist erfrischend und lebend. Und da es ganz wichtig ist, nicht nur fürs Lernen, dass wir ausreichend trinken, man da eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Man kann seinem Körper was Gutes tun bei der Geschichte und gleichzeitig auch dafür sorgen, dass man ausreichend trinkt. Also dieses Öl kann man ganz toll verwenden, auch indem man das sich entweder auf die Handgelenke reibt, also gerade einen Tropfen auf das Handgelenk mit dem anderen Handgelenk verreiben, dann sein Getränk, sein Tee oder sein Wasser dazu trinkt, so einen halben Liter bis einen Liter. Oder eine ganz tolle Möglichkeit, so mache ich das nämlich, nimmt sich so eine Glaskaraffe her, so wie diese da zum Beispiel, und gibt einen Tropfen Öl rein und füllt die bis zum Rand, bis der Liter voll ist, mit Wasser auf, trinkt das so über den Vormittag verteilt. Das hat zwei Vorteile. Einmal hat man Wasser mit Geschmack, weil ja nicht jeder nur stilles oder pures Wasser trinken möchte. Und außerdem hat man ausreichend getrunken, schon den ersten Liter bis zum Mittag. Dann ist es noch besser, fühlt sich energiegeladen und frisch. Und das Beste anschließend, das Gleiche kann man dann mit Pfefferminzöl machen. Wenn man dieses recht intensive Pfefferminzöl nicht unbedingt auch in Wasserform zu sich nehmen möchte, kann man das wiederum dann aufs Handgelenk auftragen, kurz verreiben und mal richtig kräftig dran schnuppern. Das ist ein tolles Aroma, hilft auch zur Konzentration und man hat gleichzeitig seinem Körper was Gutes getan. Also ich mache das jetzt schon eine Weile und ich finde, gerade so bei uns hier in Deutschland, wenn wir nicht den Vorteil haben, in Australien zu sitzen und die Wärme zu genießen, dann müssen wir ja was gegen die Erkältung tun oder möglichst vorbeugen. Was die Erkältung betrifft, ist das eine ganz tolle Sache. Diese Zellreinigung auf die Art durchzuführen und wirklich den Körper zu unterstützen, einfach das Immunsystem zu unterstützen. Also ich bin begeistert von der ganzen Geschichte. Ich werde das auch zu Weihnachten verschenken. Ich habe mir im Geschäft so einen kleinen, ich halte es mal da hoch, habe ich so einen kleinen Stern dazu, so einen Holzstern dazu gekauft. Dann kann man die zwei Fläschchen darauf befestigen und dann schön ein Tütchen drum, also etwas Fläschchen drum und einpacken und verschenken. Finde ich eine super Sache.
Und alle Leute, die sich nicht entziehen können, kriegen von mir zu Weihnachten die Zellreinigung geschenkt. Ja, es ist auch tatsächlich eine super Geschenkidee, denn du schenkst im Prinzip Wohlbefinden, du schenkst Gesundheit. Denn wie Heike das so schön erklärt hat, die Zitrone, die hat halt auch wirklich reinigende Wirkung. Das heißt, wenn du die Zitrone, egal ob du dir das aufs Handgelenk aufträgst oder wie Heike es so schön erklärt hat, eben einen Tropfen in die Karaffe gibst, Zitrone ist in der Lage, Schadstoffe aus den Körperzellen zu lösen. Also es ist wirklich so, es gibt einen ganz coolen Test, dann nimmst du ein Stück Styropor, machst einen Tropfen Zitrone da drauf und die Zitrone, die brennt sich quasi, es ist jetzt ein negatives Wort, aber sie brennt sich quasi in das Styropor hinein. Das heißt, sie löst das auf, was sie nicht kennt, was nicht natürlich ist. Und jetzt keine Sorge, die greift natürlich nicht deine Zellen an, sondern eben die Schadstoffe, die du aufnimmst. Und wir nehmen Schadstoffe auf über die Ernährung, über Kosmetikprodukte, über Reinigungsmittel, über die Umwelt. Ja, all das ist in unseren Zellen abgelagert. Und die Zitrone ist eben in der Lage, das Ganze zu lösen. Und das Pendant dazu, am Nachmittag die Pfefferminze. Pfefferminze ist auch sehr reinigend und schwemmt dann diese gelösten Schadstoffe eben aus dem Körper aus. Und das ist perfekt. Und jetzt stell dir mal vor, wenn du das ein paar Tage machst, also man empfiehlt es so 30 Tage zu machen. Ehrlich gesagt, ich mache das immer viel, viel länger. Wenn du das machst, wie dann deine Haut aussieht, wie deine Augen strahlen und natürlich, wenn dein Körper nicht mehr so belastet ist mit den Schadstoffen, wie viel Energie du eben dann auch hast. Und wenn du jetzt noch gleichzeitig ein bisschen eliminierst an Schadstoffen, das heißt, du achtest mal auf deine Kosmetikprodukte, du achtest mal auf natürliche Reinigungsmittel, dann hast du natürlich den doppelten Effekt, logischerweise. Aber es ist auch wirklich einfach, um mal ja, so ein bisschen den Energiekick in deinem Leben zu bekommen, ist eben diese 30-Tage-Zellreinigung eins der einfachsten und effektivsten Dinge, die du machen kannst. Ohne viel Aufwand, ohne viel Schnickschnack, ganz einfach. Wenn du dir es aufträgst auf die Handgelenke, ist das Öl innerhalb von 21 Sekunden in jeder Zelle deines Körpers. Also es gibt da auch Studien, wenn du dir das auf die Fußsohlen aufträgst, dann ist es 21 Sekunden später in deinen Haarwurzeln feststellbar. Und das ist einfach, wo ich nur sage, das ist die Kraft der Natur und das ist einzigartig, das ist richtig, richtig klasse. Von daher ein super Geschenketipp von Heike, ja, weil du Gesundheit, Wohlbefinden, Energie, Kraft zu Weihnachten oder zum Geburtstag, muss ja nicht immer zu Weihnachten sein, schenkst. Und was für ein besseres Geschenk können wir denn machen? Ja, es ist besser als das Paar Socken oder irgendwas nochmal dekomäßig, was da nur rumsteht. Es ist was, was du wirklich nutzen kannst und deinen Lieben eben schenken kannst. Wenn du Fragen hast, wo du diese Öle bekommen kannst oder wie genau das jetzt funktioniert, dann kannst du dich natürlich gerne an Heike oder an mich wenden. Die Kontaktinformationen, die findest du unter diesem Video. Und ja, ansonsten, Heike, vielen lieben Dank für deine aufschlussreiche Erklärung, für diesen tollen Geschenketipp. Und ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderbare Zeit, eine angenehme Zeit. Genießt jede Sekunde ganz viel Energie. Und ja, Heike, dir auch eine wunderschöne Zeit. Ja, ich glaube, die Energie. Genau, danke schön. Ich glaube, die Energie können wir alle brauchen, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit. Und ich wünsche euch allen wirklich sinnliche Weihnachtsfeiertage. Kommt mal zur Ruhe, atmet mal tief durch und versucht wirklich, das Ganze ein bisschen zu entschleunigen. Das wünsche ich jedem. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.